Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf die 29. Folge von Nachschlag. Heute geht es um MedienhetzerInnen und um die Ukraine. Also zuerst ein Thema mit Gendern und dann, ja, Krieg. Also bin ich mal sehr gespannt, was Kevan und Dieter uns heute präsentieren. Paul Brandenburg ist in der Folge nicht dabei, der wird dann in der nächsten wohl wieder dabei sein. Also heute mal eine längere Folge tatsächlich, aber trotzdem nur zwei Themen. Du hast mich gerade im Vorgespräch darauf angesprochen, Ulrike Gero hat vor Gericht verloren und sie darf jetzt des Plagiats bezeichnet werden und das wird auch als Grundlage genommen, warum man ihr die Professorenstelle aberkannt hat. Ich kann es nicht glauben, aber fass doch mal zusammen. Also Ulrike hat ja vorgeworfen bekommen von ihrer Uni und dann wurde auch ihr Berufsverbot ausgesprochen. Sie hätte in irgendeinem Buch Zitate nicht genügend gekennzeichnet, darum sei das ein Plagiat. Das ist an Hahn herbeigezogen. Weder ist das ein Buch, was irgendetwas mit ihrer Professur noch mit ihrer Doktorarbeit noch mit einer anderen wissenschaftlichen Qualifikation zu tun hat, sondern es ist einfach nur irgendeines von vielen Büchern, die sie geschrieben hat, wo irgendein Zitat nicht korrekt gekennzeichnet sein soll. Das kann jedem passieren. Das ist mir bestimmt schon bei jedem meiner Bücher 10-mal passiert. Geht es ja darum, diese Frau... Gott, wenn ich jetzt eine akademische Karriere machen will, muss ich dann Angst haben, dass irgendwer meine YouTube-Videos durchschaut und da schaut, ob ich auch jede Information versehen habe. Ansonsten ist das nicht gekennzeichnet Plagiat und ich werde entlassen. Also Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist die neue Bundesrepublik. Also wenn ihr auf der falschen Seite steht, dann wird alles von euch durchsucht, ob man da irgendwas finden kann, was man gegen euch verwenden kann. Also das zeigt uns eigentlich nur der Fall Ulrike Gero. Ihr habt gerade schon gehört, das war ein Buch, was für die breite Öffentlichkeit war, was einem Wissenschaftsverlag oder sonst wo erschienen ist, was sowieso keine wissenschaftlichen Standards erfüllen musste, sondern, wie gesagt, was einfach für die breite Öffentlichkeit war, wo sie ihre Sicht auf die Dinge gezeigt hat. Und da wird mittlerweile schon nach Plagiaten gesucht. Also es ist wirklich gruselig. Dahingehend zu demontieren, weil sie natürlich immer auch differenziert versucht darzustellen. Da geht es ja eigentlich auch wie anderen Menschen, die lange Zeit im Mainstream waren. Krone Schmalz, sage ich mal, da geht es ja auch darum, wenn die ein Buch schreibt, wo man sagt, auch Russland verstehen, ist sie sofort auf der falschen Seite. Ja, das heißt, irgendjemand, der NATO-Politik nicht nur hinterfragt, sondern auch sagt, wir können das nicht gewinnen, weil auf der anderen Seite stehen die BRICS-Staaten mit mehr als 2,5 Milliarden. Es hat gar keinen Wert. Der soll als völliger Fantast und Irrer dargestellt werden. Das geht bei Ulrike Gero überhaupt nicht, weil die gehört zu den klügsten Frauen in diesem Land. Also sagt man, naja, aber es ist eigentlich eine Betrügerin. Das soll übrig bleiben. Ja, also Betrügerin ist natürlich, das soweit würden sie selbst diese wirklich manipulativen Richter da in Köln nicht gehen. Aber nur, ich will das mal sagen, jetzt in dem, sagte jeder, die gewinnt den Prozess, der kann gar nicht verloren gehen, weil das Berufsverbot ist wegen was ganz anderem, du hast es ja völlig richtig gekennzeichnet, ausgesprochen worden. Und jetzt sagt der Richter, schlau, hihi, und es erinnert dann natürlich auch an gewisse Schleue, bei dem Prozess gegen Höcke, den ich nicht mag, aber wo man jetzt auch sagen muss, auch wenn er ein Rechtsextremer sein sollte oder ist, gilt für ihn Menschenrecht und Recht vor Gericht. Dasselbe gilt für Grades, also diesen AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, und dasselbe gilt auch für Bistron. Das muss man einfach sagen, hier wird Recht verbogen, weil es sich in den großen Wind der Herrschenden eben einpasst. Hier wird eben gesagt, das ist eine nicht genügend gekennzeichnete Quelle in einem ihrer Bücher gewesen. Und genau deswegen, sagt der Richter, sei sie ja eingestellt worden als Professorin. Wegen diesem einen Buch. Dieses eine Buch war maßgebend, dass sie ihre Professur bekommen hat. Und weil das nun falsch gekennzeichnet ist, hat die Uni recht. Das wird in der zweiten Instanz möglicherweise auf den Prüfstand kommen. Nur das heißt also, Kevan, wenn du jetzt irgendeinen Facebook-Eintrag machst, der möglicherweise statt, was weiß ich, 33.000 ermordeter Palästinenser nur 30.000 schreibt, dann ist das ja eine faktisch falsche Darstellung, weil es sind ja 3.000 mehr. Und deswegen würdest du jetzt, sagen wir mal, irgendwo einen Vertrag bekommen. Völlig illusorisch, keiner gibt dir deswegen einen Vertrag. Aber wenn du einen Vertrag bekommst und der Vertrag ist gültig, der Vertrag hat auch finanzielle Vorteile für dich, dann kann man dir anschließend den Vertrag kündigen, weil man sagt, genau wegen diesem Facebook-Eintrag, darauf muss man kommen, hast du den Vertrag überhaupt bekommen. Und wenn der nur 30.000 ermordete Palästinenser durch die Metzeleien im Gaza kennzeichnen und nicht
eben 1.000 oder 2.000 mehr, dann kann der Vertrag gekündigt werden. Also so sind die mittlerweile geworden. Und ich muss wirklich sagen, es ist von Chinesen Geld zu bekommen, zum Beispiel heute noch keine Straftat. Es ist von Russen Geld zu bekommen, heute noch keine Straftat. Wenn du denen Waffen lieferst, mag das mit dem neuen Gesetz kollidieren. Aber es so hinzustellen, als sei hier sozusagen ein neuer Fall Guillaume, wie bei Willy Brandt, wir erinnern uns, und deswegen müsse die AfD eigentlich von der Europakandidatenliste gestrichen werden, da erwarte ich mir auch von links Widerspruch, weil eins ist sicher, die üben jetzt etwas an Krah, Höcke, Bistrom. Ja, also ich habe das auch immer kritisiert. Da kann ich Dieter Dehm nur zu 100% zustimmen. Also wie gesagt, dieser Kandidat, der da spioniert haben soll, der war jahrelang Informant des Verfassungsschutzes. Der wurde vom BND abgelehnt, weil er als unzuverlässig galt. Man ihn verdächtigte, Doppelagent zu sein. Und jetzt, 1,5 Monate vor der EU-Wahl, fällt einem auf, vielleicht ist er doch ein Spion, verhaften wir den mal. Bestimmt nichts damit zu tun, dass man Krah hier schlechte Presse kurz vor der Wahl bescheren will. Also ist eine ziemlich offensichtliche Diffamierungsaktion des Verfassungsschutzes. Und ja, wir sehen schon, auf welchem Level der deutsche Staat hier vorgeht. Also welche Art der Eskalation er bereit ist, gegen eine Oppositionspartei vorzunehmen. Und auf sowas sollte sich auch das BSW vorbereiten. Das sollten wir uns klar machen. Also sowas wird der deutsche Staat nicht nur gegen die AfD anwenden, wenn sie zu gefährlich wird, sondern das wird man auch gegen das BSW wenden, sollten wir beispielsweise besser in den Umfragen dastehen. Die mögen alle unappetitlich sein. Ein, was sie später gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht genauso verwenden werden. Und das soll sich niemand zu sicher fühlen mit dem schlauen Aspekt. Wir sitzen hier und wir warten jetzt drauf, ob bei der Europawahl dann ein paar Leute sagen, dann wählen wir eben lieber BSW oder wählen lieber Hans-Georg Maaßen mit seiner Werteunion als die AfD, weil die ja im Moment gerade so im Feuer sind. Das sind taktische Erwägungen, die sind bauernschlau, rächen sich aber in Mittelfrist. Ich will da kurz was zu sagen. Ich kann gar keine Facebook-Einträge machen, weil als ich noch bei KenFM war, da hatten wir einen sehr erfolgreichen Facebook-Kanal. Wir hatten, glaube ich, 250.000 User. Und da habe ich damals schon gesagt, ich höre jetzt auf damit, weil ich ja weiß, dass die Chefetage bei Facebook, dass die ja auch aus Langley kommt. Das ist der Revolving Door. Und ja, da muss ja nicht gleich alles das hier mitlesen. Also das kann bei mir nicht funktionieren. Aber du hast vollkommen recht. Ulrike Gero ist eine sehr, sehr schlaue Frau. Und wenn man sie halt loswerden will, weil wenn sie spricht, überzeugt das wirklich auch Leute, die auf der anderen Seite stehen, sagt, da hat sie eigentlich recht. Da muss man irgendwas sagen, ja, aber unsauber. Und dass das hängen bleibt nach dem Motto, ja, die, das ist eben so, genau wie damals bei Wolf. Man muss irgendeine Art von Dreck, bis man stimmt, irgendwas ist mit dem. Da muss ich schneller sein. Ich habe Kelvin hier aus Versehen jetzt auf 1,25. Das geht gar nicht. Das wollte ich eigentlich nur bei Dieter Dehm machen, denn da gibt es ja doch einen starken Unterschied, wie schnell die beiden reden. Auch gestern hat Kelvin ist irgendwie langsamer geworden und Dieter Dehm ist schneller geworden. Das war früher noch viel extremer als die Sendung, bei den ersten Folgen der Sendung. Ich füge nochmal ein, nur dass die Leute, dass die unsere Zuschauer das wissen, Wulff, da meinst du den früheren Bundespräsidenten, genau. Christian Wulff, der unser, also mein politischer Gegner war, dem ich beigestanden habe, als er angegriffen worden ist, dem man ein Bobbycar angelastet hat, weil er bekommen hätte und sich damit hätte korrumpieren lassen für einen Filmdeal, für eine Filmförderung. Also das sind alles die Dinge, wenn jemand unliebsam in bestimmten Fragen ist, Wulff hat es sich auch unliebsam gemacht, als er sagte, der Islam gehört zu Deutschland und als er sagte, dass die Banken zu viel Macht haben. Und dann wird eben alles an den Haaren herbeigezogen. Und solange ein Teil der organisierten Öffentlichkeit schweigt dazu, wird das immer weiter vormarschieren. Das stimmt, aber wir können auch sehen, eigentlich kann man etwas daran ablesen, je lächerlicher der Vorwurf wird, um jemanden loszuwerden, also jedenfalls in dem öffentlich-restlichen Raum, muss man ihn ja nennen, weil wir guckten das noch, desto schwächer ist eigentlich das System, desto töner sind die Füße. Ich möchte auf einen Ausspruch kommen, vielleicht hast du ihn auch mitbekommen. Ich weiß, dass westliche Medien Putin zum neuen Hitler aufbauen wollen, aber man muss erkennen, dass es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung im Vorfeld des Krieges gegeben hat. Würdest du das auch so sehen? Nein, natürlich nicht. Wer irgendwo noch was mit Willy Brandt zu tun hat, der hat ja haushoch 72 die Bundestagswahl gewonnen, wurde dann auch demontiert, der weiß, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und Putin ist eben auch geprägt in seinem Leben von dem Erlebnis seines Vaters mit seiner halbtoten Mutter in Leningrad bei der Besatzung, wo die deutsche
Wehrmacht eine Million Menschen auf dem Gewissen hat, was nicht einmal heute gemeinsam mit Russen begangen wird, was nicht mal erinnert werden soll, was ausgelöscht werden soll. Und so möchte man auch, so wie man Saddam Hussein und Milosevic und andere zu neuen Hitler umtituliert hat, jetzt auch Putin umtitulieren. Das sind immer die Griffe in die Trickkiste. Wie gesagt, der Ausspruch war, ich weiß, dass westliche Medien Putin zum neuen Hitler aufbauen wollen, aber man muss erkennen, dass es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung im Vorfeld des Krieges gegeben hat. Das würde ich genauso unterschreiben. Und wer hat das gesagt? Das hat Björn Höcke gesagt. So, das heißt, das stimmt, was Björn Höcke da sagt. Seine Analyse ist richtig. Und ich habe ihn neulich erlebt, die Welt hat hier einen Talk gemacht, weil ARD und ZDF sich ja nicht trauen. Das ist im Grunde auch ein Verweigern von demokratischem Diskurs. Ja, man muss ja die Gegenseite nicht mögen, aber man muss sie zu Wort kommen lassen, damit die anderen sich ein Bild davon machen können, was der Phase ist. Und das hat also die Welt gemacht. Und das fand ich, dass er relativ schwach aussah gegen den CDU-Kandidat Vogt. Ich finde, dass Höcke im Direkt... Fand ich gar nicht. Also ich fand, das wird jetzt bestimmt auch wieder aus dem Kontext gerissen, wie ich einige Leute kenne, dass Vogt so katastrophal aussah, dass es wirklich sehr schwer sah, gegen den schwach auszusehen. Also Vogt hat wirklich keinen einzigen Fuß auf den Boden bekommen. Ich meine, ich habe ja damals auf den Talk reagiert. Das war eine komplette Zerstörung der CDU. Also für jeden, der da unvoreingenommen draufgeschaut hat. Ein Boxkampf, werde ich das mal nennen, dass er da nicht so richtig gut aussieht, weil der Mann braucht mehr Vorlaufzeit und besprechen. Aber es gibt ein sehr viel besseres Interview. Vielleicht kann man auch sagen, es war ein wenig gefälliger, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber um sich ein vollständiges Bild zu machen, würde ich dazu raten, das Interview zu sehen, was er mit Köppel geführt hat, also Weltwoche. Und da erlebt man einen etwas anderen Höcke und versteht auch sein Weltbild. Der Mann ist stark auch, was die Literatur angeht, aus dem 19. Jahrhundert geprägt und sieht Deutschland immer auch aus einer Position, wie sie Deutsche gesehen haben, als Napoleon hier noch Besatzer war. Ja. Damit mal beschäftigen, finde ich interessant, um diesen Mann zu verstehen. Also, ja, muss noch mal aber, Dieter, es geht mir nicht darum, es müssen wir entweder mal verstehen, auch mit Putin verstehe. Unser Beruf als Journalist besteht darin, der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, verstanden zu werden, damit auf Missverständnissen keine irgendwas aufbauen. Natürlich. Das heißt, solange ich das akustisch verstanden habe, das sehe ich ganz genau so. Ja, wenn ich immer gar nicht zuhöre, dann ist es eben so, habe ich offensichtlich keine Argumente und deswegen sich damit mal beschäftigen. Und da gibt es doch genügend Punkte, warum man sagt, das sehe ich anders. Aber weil du von Sarah Wagenknecht gesprochen hast, es gibt eine Gemeinsamkeit, warum ich die AfD auch ein bisschen kritisch sehe, obwohl da sehr viele kluge Köpfe sind. Also neulich zum Beispiel war bei Servus TV war eine wirklich brillante Spitzenkandidatin der AfD, nennen wir doch mal ihren Namen. Ich habe ihren Namen jetzt gerade vergessen. Alice Weidel, genau, die dort über Ökonomie spricht und dort auf grüne Spitzenvertreter in Österreich trifft, wo man gemerkt hat, die haben so gar keine Ahnung. Was mich ein bisschen insofern auch immer wieder wundert, es gibt ja eine weitere Ökonomin, die du ja sehr gerne magst, nämlich Sarah Wagenknecht. Ich finde es eigentlich gut, wenn sich da zwei Ökonomen mal über die Zukunft Deutschlands unterhalten würden, aber dieses... Bevor wir zu Kelvans Kritik kommen, da gab es ja schon bei Nius die Forderung, dass es ein Duell zwischen Weidel und Wagenknecht geben sollte. Das würde ich auch feiern. Da würden wir hier auch ganz lange drauf reagieren. Das wäre bestimmt nicht nur unterhaltsam. Weidel kommt ja eher aus einer neoliberalen Richtung. Sarah Wagenknecht ursprünglich aus einer marxistischen. Dann mittlerweile ist das Programm ja relativ keynesianisch gehalten vom BSW. Also das wäre sicherlich interessant, da mal, beziehungsweise Sarah Wagenknecht begeistert sich auch für einige Punkte des Ordoliberalismus. Also da wäre eine Debatte zwischen den beiden sicherlich sehr, sehr interessant, vor allem über wirtschaftliche Angelegenheiten. Kategorische Ablehnen, also jedenfalls von der BSW darüber, das sehe ich eben auch ein bisschen merkwürdig. Aber beide haben etwas gemeinsam. Im Programm von Sarah Wagenknecht finde ich nicht im Wahlprogramm finde ich nicht ein einziges Mal das Wort NATO. Das befremdet mich schon. Also gar keine Haltung. Da frage ich mich, was ist das? Und das macht viele sagen da, solange das so eindeutig uneindeutig ist, warte ich ab. Und dann finde ich auch kein einziges Mal das Wort USA. Und das ist für mich zu wenig. Also wenn man so stark Kapitalismuskritik übt, wie sie das macht, dann sollte man mal Butter bei die Fische machen. Weil dann habt ihr das vergessen oder dürft ihr das nicht aber, sagen? Aber Kemmer, ich wollte jetzt allmählich... Ich bin noch nicht fertig. Die andere Geschichte, dann können wir gleich loslegen. Die andere Geschichte, auch bei der AfD sehe ich eben, dass man zur NATO steht. Die Frage ist, wie weit deutsche Soldaten an deutschen Grenzen... Ja, also das wundert mich doch jetzt wirklich sehr, sollte das stimmen. Für ein neues Verständnis in der Außenpolitik. Warte.
Ah, hier hat man anstatt NATO das Wort Militärallianz und anstatt USA das Wort Führungsmacht. Gott. Also jetzt stört man sich hier an so den Worten, die verwendet wurden. Also ernsthaft, dass mit Militärallianz die NATO gemeint ist und mit Führungsmacht die USA, das ist doch wohl klar. Mehr als 1 Million ist sogar ein bisschen niedrig gegriffen. Wenn man die Übersterblichkeit nimmt, kommt man sogar 4 bis 6 Millionen Tote. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also das war noch relativ konservativ gerechnet, die Studie, die ich da gesehen habe. Aber ja, wirklich. Also Caverns Kritik ist, dass das BSW nicht USA, sondern Führungsmacht schreibt und nicht NATO, sondern Militärallianz. Also komm mal, das ist doch jetzt wirklich semantische, also das und USA kommt drin vor. Also hier unten ist USA. Das hier hatte ich gerade noch nicht gelesen. Also doch, also es steht zumindest im Vereinsprogramm hier drin. Wir könnten jetzt noch mal ins Europawahlprogramm gucken, also was ja wie gesagt für die Europawahlen ist. Aber ich glaube, das geht zu weit. Also wir wollen ja hier nicht zu lang neben der Reaktion was schauen. Also im Programm, also im Vereinsprogramm steht es auf jeden Fall drin. Also Europawahlprogramm, das ist wesentlich länger. Kann sein, dass da weniger über Außenpolitik tatsächlich steht, weil es da um die gesamte Europäische Union geht. Fände ich seltsam, wenn das gar nicht drin wäre. Aber wie gesagt, im Vereinsprogramm steht es drin. Also hier ist Caverns schon mal widerlegt. Also das, ja. Das ist super. Und man ist eben auch vollkommen solidarisch und hat Staatsräson mit Israel, egal was die machen. Das wird von beiden Parteien für mich auch vollkommen undifferenziert gesehen, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, dass man sagt, wir haben eine geschichtliche Verpflichtung, aber das bedeutet nicht, dass wenn ein Land Genozid macht, dass wir sagen, naja, wir können nichts dazu sagen, weil wir haben ja auch schon mal. Das geht eben gar nicht. Da sollte man sagen, wenn die Menschenvorrechte universell sind, da zitiere ich mal Varoufakis, dann sind sie universell für alle und jeden und auch für die Palästinenser. Und jetzt habe ich fertig. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner... Also, das BSW, also Sarah Wagenknecht, ihr letztes Pressestatement, schaut euch das einfach an. Schaut euch das letzte Pressestatement von Sarah Wagenknecht an, da hat sie sich sehr klar zum geäußert, da hat sie sehr klar einen Waffenstillstand gefordert, den das BSW schon seit Monaten fordert. Also auch hier ist das BSW völlig klar. Und Michael Lüders, der steht auf Platz 9 der BSW-Europawahlliste. Also wenn das BSW 9% bekommt, dann kommt Michael Lüders ins Europaparlament. Schaut euch seine Videos an. Also wenn man sich nicht klar zum Nahostkonflikt positionieren würde, dann würde man doch nicht jemanden wie Michael Lüders dazu holen. Also ich meine, ich verstehe ja, dass Caverns das BSW kritisch sieht. Kann natürlich sein, also Parteien sind ja des Häufigeren schon komplett korrumpiert worden. Das ist natürlich auch beim BSW möglich. Ich bin da jetzt auch kein blinder Fanboy, der alles gut findet, was Sarah Wagenknecht sagt. Ich hatte sie ja in der Reaktion, die wir vor dieser Reaktion hier gemacht hatten, durchaus in einigen Punkten kritisiert, wo sie sich ein bisschen zu pauschal ausgedrückt hat. Aber schaut euch doch mal die Videos von Michael Lüders an. Also wie gesagt, der wurde wegen seiner Expertise in genau dieser Weltregion, im Nahen Osten, der wurde genau deswegen, weil er sich damit so gut auskennt, weil er da so gut aufgeklärt hat, weil er wirklich ein fähiger Mann ist, auf die BSW-Europawahlliste gesetzt. Und ja, wie gesagt, schaut euch das letzte Pressestatement von Sarah Wagenknecht an. Auch das BSW äußert sich vollkommen klar zum Nahostkonflikt. Und Sibim Dadelen, die hat sich auch mit der Klage Nicaraguas gegen Deutschland genauer befasst. Also es ist jetzt nicht so, dass die BSW-Vertreter so gar nichts zu sagen würden oder komplett hinter der Staatsräson stehen würden. Ganz im Gegenteil. Also es stimmt so einfach nicht. Schlagzeile und Caverns, du gestattest doch eine Vorbemerkung, weshalb ich ja damals der Erste war, der eine Strafanzeige gegen Höcke gestellt hat, als er vom Mahnmal der Schande über das Auschwitz-Denkmal gesprochen hat, wobei ich dieses Denkmal in Berlin, dieses Stehlen, überhaupt nicht angemessen und schön finde. Aber er hält sich immer da so im ambivalenten Bereich. Und das ist das Problem, wenn er sagt, es hat eine Vorgeschichte gegeben. Nun könntest du das so interpretieren, wie du das jetzt gerade gemacht hast? Ja, also geht über den ambivalenten Bereich hinaus. Wir werden Volksteile verlieren. Oder es gerede von einem afrikanischen Ausbreitungstypus und eines europäischen Platzhaltertypus. Also das ist schon ein rassistisches Sprachbild. Also was, wie gesagt, also Höcke geht über diesen ambivalenten Bereich schon hinaus. Das sind Äußerungen, die sind definitiv radikal.
Das sollte man auch so kritisieren. Na, darauf will Dieter Dehm jetzt wahrscheinlich, es sollte nicht so häufig unterbrechen, sonst dauert die Reaction wahrscheinlich ewig. Du könntest es aber auch so interpretieren, wie das Olaf Scholz interpretiert, indem er oder auch Pistorius interpretiert und sagt, wir müssen von der Zeit von Willy Brandt als der Vorgeschichte loskommen und wegkommen von der Friedenspolitik gegenüber Russland, die Willy Brandt geprägt hat. Das hat auch eine Vorgeschichte. Das kann man dann auch so sehen. Also er hält sich manchmal so im ambivalenten Bereich, das für die und ihre Gegner genauso deutbar. Und so war das auch mit dem Mahnmal der Schande. Da hat er später gesagt, ja, er wollte einfach nur sagen, dass das ein Mahnmal ist, was eben schändlich sei in der äußeren Gestaltung oder so. Aber das konnte man eben auch von Seiten der alten Nazis missverstehen. Man darf sich an Auschwitz und diese schrecklichen industriellen Ermordungen nicht in der Weise erinnern. Deswegen ist es wichtig, dass man in diese Ambivalenz auch hineinschaut. Ich komme deswegen jetzt zu meiner Schlagzeile, dass sich die Medienmetzler in Sachen Hallervorden gerade selbst ins Knie ficken. Und das ist eine harte Formulierung. Man hätte auch sagen können, in den Fuß schießen. Aber ich habe mich jetzt mal für die etwas drastischere Formulierung entschieden. Also zweimal Krieg heute als Thema. Obwohl, das, wissen wir was? Wir machen heute doch eine dreiteilige Reaktion. Dann wird das hier nämlich der erste Teil und dann kommen wir dann gleich. Kommen wir nun zur These von Dieter Dehm. Er beschäftigt sich mit der Medienhetze gegen Dieter Hallervorden. Also wer es nicht mitbekommen hat, Dieter Dehm hat ein Gedicht geschrieben, Dieter Hallervorden hat es vorgetragen, das heißt Gaza, Gaza, schaut euch das gerne an. Ist ein gutes Gedicht, zeugt von einem wirklich tiefsitzenden Humanismus. Ihr müsst auch nicht alle Thesen teilen, ihr solltet es euch aber ansehen, damit ihr wisst, worum es geht. Also wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr zurück zu der Reaktion hier kommen. Wir schauen uns jetzt nämlich an, was Dieter Dehm zu der Medienhetze gegen Dieter Hallervorden zu sagen hat, die, nachdem Hallervorden das Gedicht vorgetragen hat, auf ihn einprasselte. In Sachen Hallervorden gerade selbst ins Knie ficken. Und das ist eine harte Formulierung. Man hätte auch sagen können, in den Fuß schießen. Aber ich habe mich jetzt mal für die etwas drastischere Formulierung entschieden. Jetzt steht wieder eine Querfront. Die geht von Julian Reichelt, der wieder mitmachen darf, obwohl er bis jetzt wegen bestimmten Kritiken in Sachen Corona ausgesondert worden war aus dem herrschenden Trost der Medien, bis rüber zum Neuen Deutschland, die sagen, Dieter Hallervorden und die Hallervorden und Dieter Dehm greifen in den Gaza-Krieg ein und ähnliche Pseudo-Witze da reißen über den Song. Also bei mir ist es bis zur jungen Welt. Lass mich gerade die ganze Passage noch fertig machen. Geht bis zur jungen Welt, die mich dann als politischen Nacktflitzer bezeichnen und Hallervorden als Opa. Der Kern bei diesem ganzen Ding. Ja, jetzt unterbreche ich schon wieder so häufig, aber bei der Jungwelt haben sie irgendeinen Praktikanten dran gelassen. Das kann kein richtiger Redakteur geschrieben haben. Aber das passt auch so gar nicht zur sonstigen Linie der Jungwelt. Also, das ist wirklich komplett albern. Da haben die so eine DPA-Meldung abgeschrieben und da noch so ein paar Beleidigungen eingebaut. Ding ist, dass sie eine Respektlosigkeit in die ohnehin ungebildeten jungen Journalisten hineintreiben, die ihnen sagt, ihr müsst keine weiteren Bücher lesen, verlasst euch auf unsere herrschenden Nachrichten, keut sie immer schön wieder, dann seid ihr auf der sicheren Seite, eure Karriere ist gesichert. Und diese Respektlosigkeit vor der Lebensleistung von Dieter Hallervorden, der bedeutendste Theatermann Deutschlands oder einer der bedeutendsten Theaterleute Deutschlands ist, dessen Leistung in den letzten 150 Jahren nicht mehr gefunden werden kann, durch auch die Beeinträchtigungen, nicht mal von Karl Valentin, der, glaube ich, eines seiner großen Vorbilder ist. Er ist ja wirklich als Komiker unerreicht. Er ist als Schauspieler mit dem letzten Rennen und mit dem Honig im Kopf unerreicht. Er war erst der Intendant von drei Theatern. Und es gibt jetzt sogar schon Medien, die fordern, dass er die Subventionen gestrichen bekommt. So weit geht das. Das erinnert auch an den Fall Gero und auch an die Kontensperrungen bei dir und bei Paul. Also das sind die Methoden, mit denen jetzt Meinungen durchgesetzt werden sollen, aber sie erreichen das Gegenteil. Wir sind jetzt weit über 6 Millionen Zugriffe auf das Video, das ist etwa 10% der lesenden deutschen Bevölkerung. Jeder kennt das, also jeder ist vielleicht übertrieben, aber jeder, mit dem ich so spreche, ob ich jetzt in der S-Bahn erkannt werde von jemandem, der mich dann anspricht, wie vorgestern, oder ob es Leute sind, die Mails schicken oder Simse schicken oder auf Facebook posten, jeder kennt dieses Gedicht. Es rüttelt auf, das sollte es. Es sollte auch an das Zentrum der Gesellschaft gehen. Es ist ein, wie ich hoffe, nicht agitatorisch plattes Lied geworden. Es ist nirgends eine Parole drin. Es ist die Frage. Und das soll kein Völkermord sein. Und dann wird eben gesagt, dass niemand als Terrorist geboren wird. Und es wird BlackRock im Video eingeblendet und es wird Rheinmetall eingeblendet als die, die mit kaltem Profitkalkül Bestien schaffen und damit verantwortlich sind. Ich habe gerade Gaza Gaza eingegeben und hier seht ihr das Gedicht tatsächlich auf dem Kanal von Dieter Dehm. Und hier seht ihr meine Reaktion auf die Hetze des RBB. Also schaut euch das Gedicht, wie gesagt, gerne an. Ich werde es jetzt nicht nochmal einblenden. Ich habe da schon zweimal darauf reagiert.
im Rahmen meiner Videos gegen den ÖRR. Ah, hier ist mal ein anderes. Also das wird personalisiert sein. Also wahrscheinlich werde ich mir selbst. Schaut euch das gerne an. Schaut euch das gerne an, das Gedicht. Sind für einen Teil des Terrorismus in der Welt, der von unten geht, im Unterschied zu dem Staatsterrorismus, der ja von den Mächtigen auch immer abschaltbar ist, während der andere in den Herzen nicht abschaltbar ist. Wir haben das ja am Beispiel eines Vaters, der sein totes Kind da in die Luft hebt und dann möglicherweise auch, wie das in dem Gedicht heißt, und wieder haben wir da einen, der nichts und nichts und niemand mehr schont. Also möglicherweise anfällig wird auch dann für Hamas oder Terrorismus und so. Aber dass das geschaffen wird mit kaltem Profitkalkül, das ist dort ausgedrückt von jemand, der, wie es richtig in einigen Zeitungen steht, bei der letzten Landtagswahl noch für die CDU in Berlin seine Stimme und seine Wahlempfehlung abgegeben hat. Also niemand, der jetzt einmal wie ich aus dem marxistischen Becken kommt und wo man sowieso im Vorhinein ungefähr ahnen kann, was er kommentiert, nämlich Dieter Hallervorden. Und die Respektlosigkeit, mit der dann über den Opa Altherrenwitz, das erinnert an Altherrenschweiß und ähnlich prärassistische Konnotierungen, wie dann eben argumentiert, polemisiert wird, das ist das A und O. Dass erst einmal nicht Respekt herrscht vor der Lebensleistung, auch vor dem Alter, wenn ich das mal als alter weiser Mann sagen darf, und vor den Leistungen, vor dem Mut, den jemand hat, gegen den Strom zu schwimmen, und sondern dass erst einmal jeder flapsige Mensch, der mehr als vier Worte zu Papier oder zu Monitor bringen kann, dann ermutigt wird, seinen seichten Scheiß dazuzugeben. Das hat sich umgedreht, indem eben jetzt doch deutlich wird, wir haben in etwa, sagen wir mal, 30-50-60%, die das Treiben der israelischen Armee im Gazastreifen für unmenschlich, andere sagen unverhältnismäßig, erhalten. Dann haben wir eine 30-prozentige oder 20-prozentige schweigende Gruppe, die, wenn du sie hier in meinem katholischen Dorf dann am Stammtisch triffst, erst nach mehreren Fragen sagen, was sie denken, und das ist meistens gegen Netanjahu, und dann hast du vielleicht 20%, die das verteidigen und toll finden, weil die westlichen Werte von Netanjahu vertreten werden und der weiße Herrenmensch eben gegen die Palästinenser verteidigt werden muss, oder ähnliche Argumente oder so. Aber jedenfalls Dinge, wo man nicht das Gefühl hat, dass die wirklich wissen, was Selbstverteidigungsrecht Israels ist, weil wir mit Netanjahu die anti-israelischste Regierung haben ever. Das ist die, die dem eigenen Volk die längsten und schweren Schäden zufügen wird, noch über Generationen. Und diese Kinderfriedhöfe, die da im Gaza entstanden sind, werden Mahnmale sein. Und es wird sehr viel Nelson Mandelas brauchen und sehr viel ANCs brauchen, um dort wieder diese Schützengräben in den Herzen und Köpfen der Menschen zu schließen. Das ist das Wesen des Gedichts. Ich werde natürlich auch angerempelt. Dann kommt immer wieder Stasi-Spitzel. Wir haben das hinlänglich bewiesen, dass ich kein einziges Wort, auch kein aktenkundiges Wort über Biermann jemals dem Ministerium für Staatssicherheit verraten habe. Außerdem wusste ich gar nicht, dass diese langjährigen FDJ-Freunde, die ich da hatte, auch auf zwei Schultern getragen haben und da auch beruflich tätig waren. Das war auch tunlichst von denen vermieden worden, mir irgendwie mitzuteilen. Später habe ich dann eben rausgefunden in den Akten, dass sie das waren. Das wird mir angelastet, dass ich das nicht wissen konnte. Also das wird dann eher ins Spiel gebracht, als ob das irgendwas zu tun hat, was der 25-jährige Dieter Dehm gemacht hat, mit dem, was der 74-jährige Dieter Dehm geschrieben hat. Aber das wird da reingebracht. So etwa funktioniert das. Das tut mir alles jetzt schon nicht mehr weh. Da habe ich so eine seelische Hornhaut. Da bin ich in einigem Drachenblut gebadet. Aber es ist trotzdem schlimm, wie mit Dieter Hallervorden umgegangen wird. Gleichzeitig bekommt er von dem Jean Ziegler, dem wirklich weltberühmten Jean Ziegler, der Sonderbotschafter der Vereinten Nationen war und dann im Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen für die Lage der Ernährung in Deutschland, besonders für gegen Kinderhunger, war, bekommt er Zuspruch, er bekommt ein Schreiben. Dann kriege ich von dpa und anderen mitgeteilt, dass sie im Moment das nicht veröffentlichen wollen. Das heißt, da kommt ein Gruß indirekt von Antonio Guterres, mit dem ich ja auch sehr lange befreundet bin, seit er Minister in Portugal war, als ich noch in der SPD war und ihn da auch besucht habe und wir oft miteinander gesprochen haben, der heute UN-Generalsekretär ist, und der wird quasi zitiert von dem Jean Ziegler, Professor Dr. Jean Ziegler, und das findet dann in den Medien, darf in den Medien nicht stattfinden, findet auch nicht statt. Das ist eine fulminante Erkenntnis, die wird mittlerweile sogar in den USA, an den Universitäten, wo ja gestreikt wird, mittlerweile gegen das Engagement der US-Regierung, und das machen wir uns keine Illusionen, das wird auch bei Trump nicht viel besser werden, wenn der es werden sollte, von denen wird das aufgenommen, die haben das zitiert, dass hier Jean Ziegler sich da zu Wort gemeldet hat, und übrigens auch ein Freund von Che Guevara gewesen, der ist ja jetzt gerade 90 geworden, der Jean Ziegler. Aber in den deutschen Medien muss das unter der Decke gehalten werden. Es muss weiter draufgehauen werden. Jetzt merken Sie, Sie haben durch Ihren
Gleichklang. Also du bekommst ja Meldungen, Kevan, in denen du wirklich merkst, da hängen Roboter dahinter oder künstliche Intelligenz. Das sind dieselben Zeilen in verschiedenen Zeitungen, das sind dieselben Zeilen in bestimmten Posts auf Facebook und Twitter oder X und bei Instagram und anderswo, dieselben Zeilen vorgestanzt, die da kommen. Dieselben Typen aber erlauben lassen nicht zu, dass erwähnt wird, es sind weit über 6 Millionen, die jetzt Zugriff auf das Video haben und es läuft weiter viral durch die Decke und zweitens, die Mehrheit der Bevölkerung stimmt Dieter Hallervorden natürlich zu und deswegen soll er ja gemetzelt werden. Das heißt, das ganze Ziel ist, einen Mensch zu demontieren. Es geht nicht darum, dass es da eine Gruppe gibt, die mal einen Palästina-Kongress macht, der dann verboten wird und dann köcheln die in ihrem Bereich. Das ist eine Riesengruppe, das will ich nicht kleinreden. Aber es ist natürlich, es sind dann irgendwie Reichweite 20, 30.000, eine tolle Reichweite. Vielleicht werden sie auch 100.000. Es geht nicht darum, dass es da eine Palästina-Initiative gibt, die auch so eine Reichweite von ein paar Tausend hat. Es geht nicht darum, dass da etwas gepostet wird, wie wir das zum Beispiel machen. Sondern es geht darum, dass hier ein Mensch, der im Zentrum der Bevölkerung steht, in den Herzen der Menschen steht, wie Dieter Hallervorden, gemetzelt werden soll. Er soll mit seinen 88 Jahren vor alle Augen hingemetzelt werden. Das ist das Ziel. An einem Beispiel das zu zeigen, und dann ist es eben besonders schändlich, wenn außer der OZ, die jetzt heute mit ihren kleinen Mitteln da, glaube ich, einen sehr vernünftigen Artikel geschrieben hat, das ist die Zeitung der DKP, von links nur Scheiße kommt. Also ich habe nichts gehört vom BSW, mal irgendeine Solidarisierung mit Dieter Hallervorden. Okay, ich bin noch kein Mitglied, ich habe nur einen Mitgliedsantrag gestellt, aber ich hatte es euch gerade gezeigt. Die tauchen sogar in der YouTube-Suche relativ schnell aus. Ich hatte 2 Videos gemacht, also. Also, wie gesagt, ich habe das Gedicht auch total gelobt. Also. Keine Ahnung. Vielleicht guckt Dieter Dehm sich bei den falschen Linken um. Also. In dieser Situation, wo auch das BSW, gut, die stehen da schon überwiegend bei den Palästinensern, aber auch nicht so besonders hervorgehoben. Und es gibt von der Linkspartei ganz zu schweigen, es gibt von niemand da irgendeine Solidarität, wenn ein Mensch hingemetzelt werden soll und skandalisiert werden soll. Und darum geht es im Kern. Es geht gar nicht so sehr, dass bestimmte Inhalte, solange sie in kleiner Reichweite bleiben, angegriffen werden, sondern wenn das eine Riesenreichweite bekommt, dann kommt diese ganze Tatze, jetzt meine ich nicht Taz, obwohl die auch dazugehören, sondern die ganze Tatze der Hyänen, der herrschenden Hyänen zum Einsatz. Und das zeigt dann eben auch auch die Wirkung. Also man muss, glaube ich, viel mehr Solidarität organisieren. Und wenn ich das zum Abschluss sagen kann, weil du das ja auch angesprochen hast, ich erwarte, auch wenn ein Rechter angegriffen wird und wenn das mit unrechtmäßigen Mitteln passiert, dass die Unschuldsvermutung auch von der linken Seite deutlich eingefordert wird. Es gilt für den Gra, genauso wie für den Höcke, genau. Das hat Wagenknecht übrigens gemacht. Also als sie von einem Journalisten, darauf hatten auch reagiert, darauf angesprochen wird, was sagen Sie dazu, Maximilian Gra, fordern Sie seinen Rücktritt? Nee, Unschuldsvermutung gilt. Das ist genau die richtige Antwort. Also genau das macht das BSW, um das an der Stelle nochmal zu sagen. Genauso wie für den Bistron, genau wie für Ulrike Gero im Vorfeld, wo sie schon vorverurteilt wurde von den Medien, was es dann dem Gericht auch einfach gemacht hat, dieses Schandurteil zu sprechen. Oder wie bei Patrick Barb, es gilt erst einmal die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung, die ist erst dann, wenn alle Instanzen durch sind. Und das produziert ja auch Gegenöffentlichkeit, wenn man sich dann diese Gerichtsprozesse auch anschaut. Und also Respekt und Unschuldsvermutung sind die Dinge, wofür ich erwarte, dass aus der organisierten Politik mehr Einsatz erfolgt, weil es soll sich keiner sicher fühlen. Wenn die Methoden und die Messer eingeschliffen sind, dann werden sie auch das BSW treffen, dann werden sie auch Hans-Georg Maaßen treffen. Natürlich ist die Überlegung, dass möglicherweise jetzt dann viele Leute, die sonst AfD gewählt hätten, entweder Maaßen, weil er in der Gaza-Frage ja auch fest zur Fahne steht, der Herrschenden, oder BSW wählen. Keiner soll sich dazu sicher fühlen. Dieselben Methoden werden nach der Sachsenwahl und nach der Thüringenwahl auf alle niedergehen, wenn sie ihre Schuldigkeit in den Augen der Herrschenden getan haben. Dann werden sie mit denselben Unrechtsmethoden angegriffen. Deswegen wehret den Anfängen und seid wachsam, wenn der Respekt vor Menschen ruiniert werden soll und die Unschuldsvermutung und damit der gesamte Rechtsstaat zum Einsturz gebracht. So, Dieter, das war jetzt ein sehr langes Statement zu deiner Schlagzeile. Und da werde ich natürlich entsprechend darauf reagieren, bevor ich dann mit meiner Schlagzeile weitermache. Wir haben heute eh ein bisschen eine Sondersendung. Vielleicht im Vorfeld. Ja, deswegen, ihr könnt die Sendung ruhig länger machen. Das stört hier auch keinen. Also,
Meisten Zuschauer hören sich das doch, glaube ich, eh so nebenbei an, also so ähnlich wie den anderen Podcast, den Paul Brandenburg ja auch macht. Meine Güte, dann ist die Sendung halt mal 20 Minuten länger, stört ja keinen. Über Israel zu reden, das ist für mich ist echt ermüdend, weil ich habe das viele Jahre lang gemacht. Damit macht man sich ja keine Freunde, aber man macht sich nie Freunde, wenn man für Menschenrechte trommelt und der Gegner ist übermächtig. Deswegen möchte ich diesmal vielleicht direkt zu den Palästinensern sprechen. Lieber Palästinenser, die ihr mich jetzt versteht, weil ihr in Deutschland inzwischen wohnt oder hier sogar geboren seid, den üblichen Verdächtigen, und zwar auf beiden Seiten, sowohl den arabischen Staaten als auch dem Westblock, seid ihr total scheißegal. Ich muss es so sagen, ihr seid denen vollkommen wurscht. Ihr werdet nur benutzt. Das heißt, ihr Konflikt ist von beiden Seiten in irgendeiner Weise gewünscht. Man könnte den nämlich relativ schnell beenden. Ich habe es schon mal gesagt, wenn die OPEC-Staaten sagen würden, so, jetzt drehen wir mal den Ölhahn zu, und zwar so lange, bis das Land zurückgegeben wird und wir uns auf die Zwei-Staaten-Lösung geeinigt haben. Da gab es ja jede Menge Konzepte. Ich sage nur mal Oslo. Da wäre das in 2 Monaten erledigt. Da würden auch die Vereinigten Staaten sagen, die Versorgung mit Öl ist uns doch ein bisschen wichtiger, als ob da irgendwelche ideologischen Menschen in Israel sagen, die Bibel ist unser Mandat. Weil nur darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass man das Land nicht zurückgeben könnte. Es ist ja da. Ne? Aber dass das nicht passiert, und zwar sowohl von der OPEC nicht, als auch von der anderen Seite, die immer für Menschenrechte kämpft, aber gleichzeitig zusieht, wie ihr da hingemetzelt werdet, daran könnt ihr erkennen, dass ihr nur benutzt werdet. Und ich glaube, solange da etwas in dieser geopolitischen Konstellation sich gegenseitig behagt, wird sich da auch nichts ändern. Es gibt ja diesen schönen Spruch, das Engagement wächst mit dem Abstand zum Problem. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wenn ausgerechnet ich mich dazu äußere, dann bin ich ja irgendwie parteiisch. Vielleicht mal ganz kurz, warum ich das ein bisschen anders sehe und auch nur da sagen kann, hat keinen Sinn. Ich habe ja Verwandte in Teheran, weil ich habe einen iranischen Vater. Das sind Menschen, die sind Muslime. Ich habe Verwandte in Teheran, die sind haben den Islam als Hintergrundreligion, leben den aber so wie die meisten Christen in Deutschland, Christentum, die machen Weihnachten. Ja, übersetzt gesprochen. Sonst ist da nicht viel los. So, leben nicht nur in Iran, sondern leben überall. Die sind meistens Mediziner und die leben in Los Angeles, in Deutschland. Überall sind diese Menschen. Ja, so. Warum? Weil die immer vor der Regierung auf der Flucht waren, ob die jetzt der Schah von Persien waren. Die wollten auch nicht ins Land der Mullahs zurückkehren. Dann habe ich eine Menge Verwandte, die sind Baha'i. Das ist eine Religion, die wird im Islam nicht gern gesehen, weil die Baha'i-Religion verschiedene Teile von verschiedenen Religionen mischt. Das wird im Iran verfolgt, was ich Raid? Gar nicht gut finde, kritisiere ich hier den Iran. Und was machen diese Menschen? Danke, Marcellus Wallace, für den Raid. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Gut, dass mich einer nochmal darauf hingewiesen hat. Vielen Dank. Ich mache gleich noch einen Shoutout an alle im Chat. Schaut gerne beim Marcellus Wallace vorbei. Ihr Headquarter in Haifa. Ohne Witz. Die sind alle nach Israel geflüchtet und wohnen in Haifa. Von da habe ich auch also Wurzeln nach Haifa. In meiner Verwandtschaft großmütterlicherseits gibt es auch Menschen, die jüdischen Glaubens haben. Ich habe sehr viele Verwandte, die leben in Los Angeles. Ich habe viele Verwandte, die leben in Hongkong seit den 50er Jahren. Und ich habe viele, die leben in Buenos Aires. Wo stehe ich jetzt? Ja, ich stehe immer auf der Seite der Menschen. Und mich interessiert einfach, wenn irgendjemand auf die Schnauze bekommt, der sich gar nicht wehren kann, wer sich da erhebt. Und deswegen, das ist meine Haltung. Ja, in meinem Ausweis, das habe ich schon damals versucht, als ich noch für die Deutsche Welle gearbeitet habe, habe ich versucht, das Wort Deutsch streichen zu lassen und gegen das Wort Mensch zu ersetzen. Das war so ein Statement. Ich wollte meinen Personalausweis Mensch reinschreiben lassen. Das ist mir nicht gelungen, aber es ging auch um eine symbolische Handlung. Und für mich ist das eben so, ich habe mich immer mit Underdogs identifiziert, mit Leuten, die sich nicht wehren können. Da habe ich immer nicht mich auf die Seite derer gestellt, die Gründe dafür haben, dass denen auf die Fresse geht, sondern ich habe gesagt, was geht denn hier vor und ist das Anliegen, was diese Menschen haben, ist das ein legitimes? Und das war genauso bei Malcolm X oder so oder allen Afroamerikanern. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen, ja, auch was Baldwin gesagt hat, zum Beispiel, I'm not your Negro, wir sind Menschen. Und wenn ihr uns in irgendeiner Weise als Untermenschen bezeichnet oder so behandelt, weil wir die falsche Hautfarbe haben, nicht eure Kultur haben und so weiter, die falsche Religion haben, dann stimmt bei euch etwas nicht, was umso bedenklicher ist, weil ihr euch ja immer darauf bezieht, ihr seid christlich-jüdischen Glaubens und das ist eure Kultur. Und da hat der Mensch vor allem etwas ganz Wesentliches, nämlich, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Das steht da so drin. So, und wenn ihr das nach außen predigt, dann möchten wir, dass ihr das auch so umsetzt. Und wenn es aber jetzt um Geld geht und um imperiale Interessen, dann findet man immer einen Weg, dass man da um den heißen Brei herumlaviert. Das ist aber nicht neu. Und ich gehöre zu den Leuten, die das anprangern, übrigens genauso wie du, Dieter, oder in diesem Fall Dieter Hallervorden, oder natürlich auch der Kollege, den du gerade genannt hast, der lange für die United Nations gearbeitet hat. Lars Siegler.
Jean Ziegler, den ich seinerzeit auch schon mal in Basel interviewt habe. Guter Mann, muss man dazu sagen, ja. Auch ein Humanist, der einfach sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Und da sind wir natürlich auch dabei. Was wir hier erleben im großen Stil, ist doch auch ein Konzept, wie ein Konzept, wo es ums Geld geht, aber wo ein Menschenbild dahinter steht. Und zwar, dass die Leute mit Geld und Einfluss über die anderen richten können. Die gucken auf uns herab, für sie sind wir Menschenmüll. Und was ich sagen möchte, ist, es gibt immer wieder Leute, die haben ein Herz und sagen, ich kann das nicht machen, auch wenn mir dadurch irgendwelche Nachteile zuteil werden, weil ich komisch angeguckt werde. Da gehört für mich so jemand auch dran, also von Bonhoeffer bis Drewermann, die gesagt haben, es ist mir egal, ich spreche das auf, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Also das sind letztendlich Leute, die ihren Glauben tatsächlich leben, an das, was sie glauben, dass die Menschen gleich sind. Und wenn man dafür wirklich steht und sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, was ja nicht heißt, dass sie nicht angetastet werden kann, aber wenn das jemand tut, dann sollte ich aufstehen, das ist das Gewissen, und sagen, Entschuldigung, das geht zu weit. Und das macht ein Dieter Haller vor, finde ich super. Die Frage, die ich mir stelle bei allem Applaus, ich kenne Dieter ja auch gut, finde ich super, ist, wo sind denn die anderen? Sag mal, wo sind denn die anderen? Wo ist denn Herbert Grönemeyer? Wo ist denn Reinhard May? Wo ist denn wieder mal Konstantin Wecker? Wo sind denn die anderen? Ja, so, wo sind die denn? Und dass die nicht da sind, hat damit zu tun. Wo ist irgendein junger Künstler? Also das ist mir ja auch schon beim Ukraine-Krieg aufgefallen, dass sich da kein junger Künstler mal raustraut und was dazu sagt. Da muss ein 80-jähriger Dieter Haller vorne was sagen. Also das ist ja überall so. Also die Alten, die trauen sich, und die Jungen, die halten die Klappe. Dass sie ganz genau wissen, es gibt kein Feld, was so vermint ist, wie in irgendeiner Weise Israel zu kritisieren. Und das für mich wieder sagt, wir haben offensichtlich aus dem Dritten Reich und den Anfängen überhaupt nichts gelernt, denn wir sind jetzt total solidarisch mit denen, die damals geschädigt wurden, ja, auch wenn die heute Opfer sind, also ihre Nachkommen Opfer sind. Und deshalb, dann habe ich aus dem Holocaust nichts gelernt. Ich war vor ein paar Tagen in einem Film, Zone of Interest, großartiger Film, aber sehr schwer zu ertragen. Da geht es um die Familie Höss. Und Herr Höss war ja der Lagerkommandant des bekanntesten Konzentrationslagers in Polen. Ja, genau. Und das wusste ich auch nicht, ich habe sein Tagebuch gelesen, aber ich wusste nicht, dass die Gartenmauer direkt die Mauer des KZs war. Also das heißt, man riecht es wirklich, man hört es, die Erschießung, das Geschrei, die Züge. Und währenddessen machen die da auf Friede, Feuer, Eierkuchen und ein schöner Garten und die Eltern, die Mutter kommt und alles ist ganz toll. Wie geht das? Und diese Abspaltung im Film, wo man eben sieht, die Höss leben ein friedliches Familienleben und die Kinder spielen mit alten Zähnen und so weiter. Und gleichzeitig steigt der Mann auf sein Pferd und geht dann 3 Meter in das Lager rein. Und was macht denn der da? Der wechselt da seine Haltung, beziehungsweise der ist ein liebevoller Vater, der liest seinen Kindern Märchen vor, und danach geht er auf sein Pferd, geht ins Lager und verprügelt alles möglich, erschießt die Leute und ist eben extrem grausam, weil sein Weltbild so ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was soll uns der Film sagen? Der Film soll uns sagen, so waren damals Menschen. Die haben abgespalten. Und da habe ich mir die Frage gestellt, gilt das eigentlich nur für die Vergangenheit oder kann ich das auf die Gegenwart übertragen? Ja. Nämlich die Abspaltung hat ja überlebt. Und das, was ich sagen möchte. Man soll die Dinge nicht miteinander vergleichen, das mache ich auch gar nicht. Aber die Mahnung solcher Filme soll das sein, Achtung, was hat überlebt? Natürlich gibt es die Nazis so nicht mehr und den Holocaust gibt es so nicht mehr und das gibt es so nicht mehr. Aber die Abspaltung hat überlebt. Dass nämlich Leute ganz selbstverständlich gesagt haben, ja, ich bin liebevoll und gleichzeitig bin extrem grausam. Ich bin total akribisch. Gibt's so eine Geschichte, da werden Soldaten, es kann nicht sein, dass im Lager einfach irgendwelche Büsche schlecht behandelt werden. Der hat das Lager von innen verschönert. Das muss man, für die Pflanzen hatte er einen Blick oder er war liebevoll zu seinem Pferd. Aber für diese Personen, die ja für ihn keine Menschen waren, sondern irgendwelche Untermenschen, die können weg. Und das ist eine Haltung, die er damals verinnerlicht hat. Eine Abspaltung, die er in sich etabliert hat, natürlich auch durch Erziehung. Und das kann man immer wiederholen. Und das bedeutet auch bei uns, wenn wir über Israel reden, dann messen wir immer mit zweierlei Maß, und zwar mit dem Background des Holocaust, dass da ist denen so Grausames widerfahren, dass ich oft, wenn sie jetzt selber grausam bin, das mit übernehme, weil eigentlich ist das ja gerecht. Aber an wen wird sich da gerecht? Weil die Palästinenser, die nun gar nichts dafür können, die haben nur das Pech, dass sie in Palästina wohnen, und das ist eben ein Land, was von verschiedenen, auch in der Bibel von verschiedenen beansprucht werden könnte, ja, da rücken wir jetzt ein Auge zu. Und Palästina war ja nicht immer so, wie das jetzt ist, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, wenn man sich mit Ilan Pape beschäftigt. Also wenn man von Völkermord zum Beispiel spricht, wenn man sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, muss man einfach sagen, die Gründung Israels 48 beginnt mit Vertreibung. Und zwar im ganz großen Stil. 750.000 Menschen wurden vertrieben, und zwar von einer Splittergruppe, ja, Zionisten, die man nicht verwechseln darf, nur mit Juden, weil es gibt auch christliche Zionisten. Das ist ja auch der Halt in den Vereinigten Staaten, die sagen, ja, Bibel und so weiter haben wir mit zu tun.
sieht der Kolonialismus, hat auch mit uns zu tun, weil wir ja auch Sieg der Kolonialisten sind. Das heißt, die großen imperialen Mächte sind ja auch Sieg der Kolonialisten. Was die Franzosen in Afrika machen, was die Amerikaner an den Ureinwohnern getan haben oder was wir in Australien, das ist Teil unserer DNA. Und wenn wir die jetzt anklagen, dann klagen wir uns eigentlich selber an. Also das wollen wir eben nicht. Da wollen wir nicht genau hingucken. Und wir sagen auch immer, ja, christlich-jüdische Werte, alles ganz super, aber dann wenden wir doch mal das Menschenbild auch tatsächlich an, weil das sind für mich die Werte, das Menschenbild. Und das christlich-jüdische Menschenbild ist, alle Menschen sind vor Gott gleich. So, aber in diesem Fall sagt man, ja, aber die müssen weg. Das ist im Grunde das Ähnliche nach dem Motto, das ist nicht so schlimm. So, und das heißt, wir haben nicht wirklich was gelernt. Und ich glaube, dass alle, die sagen, ja, das kommt schnell in den falschen Hals, es ist auch so, weil es gibt immer noch Leute, die sind wirklich Antisemiten, es gibt solche, sind Gott sei Dank in der Minderheit und die können dann über dieses Ding wieder sagen, dass sie morgen irgendwelche jüdischen Geschäften was einschlagen können. Aber wenn ich wirklich daran glaube, dass die Menschen gleich sind, dann muss ich sagen, ja, aber auch die Palästinenser. Und ich glaube, was viele, die immer sagen, die sich raushalten, was vielen helfen würde, ist, wenn sie einfach nochmal nur, und zwar jetzt, aktuell, 2 Wochen im Gazastreifen leben, dann hätte sich ihr Weltbild geändert. Das ist bei Juden, das ist bei Blüm ja damals so. 2 Wochen im Gazastreifen und sich dann die Frage stellen, ob die Verhältnismäßigkeit stimmt und wen es da eigentlich trifft. Weil es ist natürlich klar, da ist eine unglaubliche Wut, wenn die Hamas, die ja von Israel aufgebaut und finanziert wurde, wenn die an einer der bestbewachtesten Grenzen über mehrere Stunden, das sind alles Fragezeichen, in Israel morden und brandschatzen kann und schreckliche Sachen macht, da ist klar, dass Leute sagen, wir haben unsere Familie verloren, da gab es böse Sachen. Wenn man jetzt auf Rache umschaltet, auf Blutrache umschaltet und wie Netanyahu sagt, die Bibel ist mein Mandat, da haben wir nicht so ein Problem damit. Wenn aber jemand sagen würde, der Koran ist mein Mandat, dann sehen wir da eine Radikalisierung drin. Da sehen wir auch schon die Zweilermaß. Aber wenn wir dann sehen, dass die israelische Armee einem Volk gegenübertritt, was ja gar keine Armee hat, also gar es gibt ja keine palästinensische Armee. Das ist ja nicht so wie, Russland, die Ukraine, da gibt es ja so eine Art von Armee, da hat es nie eine Armee gegeben. Und das, wenn sie dann die Terroristen nicht fangen, und die Terroristen sind alle in Palästina, in bombardierten Palästina groß geworden. Keiner, der heute ein Terrorist ist, kommt von außerhalb. Das sind keine Söldner. Das sind gebürtige Palästinenser, die in dieser Region groß geworden sind. Und jeder von denen kann sagen, große Teile meiner Familie hat man ermordet. Die sind auf Rache gebürstet. Das kriegst du auch nicht raus. Weil die sehen, sie sind von der Welt verlassen. Das stimmt ja auch einfach. Weil da wurde ja verhandelt und verhandelt. Es geht immer um Land und es wird immer weniger Land für die Palästinenser. Ja, es gab ja die Lösung in Oslo. Es gab einen Arafat, der war säkular. Aber mit denen wollte man nicht reden, weil man mit ihm reden konnte. Das ist ja genau, was wir Leute verstehen müssen. Die Israelis oder die Regierung ist immer an Radikalen interessiert, um später sagen zu können, mit denen kann man ja nicht reden. Wenn also jemand kommt, mit dem man reden kann, dann lässt man ihn an der langen Hand verhungern und baut die anderen auf. Das hat Netanyahu selber gesagt, um sagen zu können, ihr seht es, es sind ja Radikale, damit Reichel sich darauf beziehen kann oder Maß. Für mich ist das insofern alles verloren. Maßen überall, alle Maßen überschätzt. Warum? Weil sie es besser wissen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie haben ja hoffentlich auch ihren Ilan Pape, ihren Schlomo Sand und so gelesen, ja, oder bei Petra Wild. Sie wissen das. Es ist jetzt nicht neu, dass Israel, so wie wir es heute kennen, nicht schon immer so da war, sondern dass es 48 entstanden ist und diejenigen, die es gegründet haben, wurden seinerzeit von der britischen Mandatsmacht als Terroristen gesucht. Die haben also selbst durch... Also dafür, dass Kevin eigentlich nicht über Israel sprechen wollte, weil ihn das ermüdet, kann er ja doch ganz schön reden. Aber ja, ist auch gut, dass er trotzdem weiter drüber redet, obwohl er immer das Gleiche ist. Aber die einzig wirksame Rede ist die Wiederholung. Das ist leider so. Wenn du Dinge nicht häufig genug wiederholst, dann kommst du nicht vor. Also du musst den Leuten immer wieder das Gleiche erklären, wenn sie es nicht verstanden haben. Also... Terror den Staat geschaffen. Ich habe dafür sogar noch, in Klammer, Verständnis, weil nach dem, was die Juden über Jahrhunderte erlebt haben, gesagt, so, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen und so weiter. Aber ich erinnere an die Korrespondenz damals auch, ja, zwischen den europäischen Zionisten und denen, die in Israel waren, dass es dort hieß, die Braut ist schön, aber schon verheiratet. Da wohnen schon Leute. Das ist kein menschenleeres Land. Aber man hat gesagt, ja, aber die da wohnen, das sind gar keine Menschen. So rum kann man das machen. Oder aber, um mit Morris zu sprechen, dem israelischen Historiker, wenn man ein Omelett machen will, muss man Eier zerschlagen. Das ist deren Menschenbild. So. Und das führt ja auch in Israel zu einer, zu etwas, wo ich sagen kann, ich habe Israel früher bereist, ich mache es nicht mehr, ich fahre nicht mehr hin, weil es ist mir unangenehm. Das ist wie ein, das ist so, wie wenn ich will das gleich wieder nennen, aber es gab ja mal Zeiten, dann ist man zu den Olympischen Spielen gefahren, hat sich das schön gesehen. Ich kann das nicht. Ich bin dafür zu gebildet. So, das, was dort passiert, ist auch schlecht für die Israelis, weil es wird eine Gesellschaft, die immer mehr radikalisiert wird. Und dieser Rassismus gegen andere, also gegen in diesem Fall Palästinenser oder Araber ganz pauschal, der trifft ja auch sehr viele Juden inzwischen mit dunkler Hautfarbe.
es gibt ja auch Israelis oder Juden aus Äthiopien, die sind ja dann auch wieder Juden zweiter Klasse. Das heißt, das ist sogar im Land gar nicht gut. Das heißt, da werden immer mehr religiöse Fanatiker, die kommen da an die Macht, gegen die du keine Politik machen kannst, die eben sagen, wir bauen hier in Siedlung, zwar illegal, aber diejenigen, die uns dabei unterstützen, kriegen dafür unsere Stimme bei der Wahl. Das ist ja alles irre und hat dazu geführt, dass Israel heute, und das ist ja nur traurig, eins der unsichersten Länder überhaupt ist für Juden. Und jemand, der irgendwie halb intellektuell ist, der geht ja da weg. Die sind viele, auch ein Noam Chomsky hat ja Einreiseverbot, die gehen ja weg. Wenn man also religiös fanatische Menschen, und zwar spielt es keine Rolle, welche Religion, wenn man die irgendwie mit weltlichen Dingen überzeugen will, scheitert man. Das scheitert man genauso wie bei den Mullahs. Das ist im Grunde genommen, ist es so ähnlich. Wir haben recht, die Bibel, der Koran, der Mahdi, wer auch immer, Armageddon. Und da kannst du nicht mehr argumentieren. Und was ich eben so bitter finde, ist, ich kenne eine Menge junge Palästinenser hier, die gesagt haben, egal was du machst, das sind alles immer nur irgendwelche Wortschöpfungen oder irgendwelche bekennt, was man machen müsste. Aber wir als Deutsche und ich als Deutscher mit iranischen Wurzeln, ich würde mir etwas anders wünschen. Und zwar eine Aufrichtigkeit. Und das ist etwas, das ist noch schwerer zu bekommen als Diamanten oder Gold zu schürfen. Ich sehe hier keine Aufrichtigkeit bei den sogenannten Intellektuellen. Manchmal, interessanterweise, kommt ein scharfer Artikel bei der Taz. Interessant, dass die Art der die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist. Natürlich ist die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht gewahrt. Wenn man sich überlegt, der Gazastreifen ist eins der dicht besiedelsten Gebiete der Welt und da Bomben drauf zu werfen und zwar in einem Ausmaß, wie was an Vietnam erinnert, damit triffst du bestimmt nicht nur Terroristen. Und übrigens, Terrorismus wirst du nicht dadurch los, indem du Terroristen bombardierst, das schaffst du nur mehr. Weil jeder Vater, der bisher kein Freund der Hamas war, ist dann einer, wenn seinem Sohn der Arm runterhängt und die restliche Familie ist tot. Dann sagt er, da war er vielleicht kein Freund der Hamas und dann wird die Hamas seine nächsten Kinder oder ihn... Ja, wann ist die Hamas entstanden? Während der ersten Intifada unter israelischer Militärbesatzung. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dadurch, dass man jetzt zehntausende Zivilisten tötet, dass man... würde man die Hamas loswerden. Natürlich eine neue Militärbesatzung. Die Hamas ist unter Militärbesatzung entstanden. Sie wird nicht unter israelischer Militärbesatzung wieder verschwinden. Ich glaube, das ist jetzt schon selbst lange vor Ende dieses Krieges in Gaza klar. Auch wenn Israel diesen Krieg gewinnen wird, ist das nicht das Ende der Hamas. Ihn sogar anwerben, das hast du jetzt davon. Warum passiert das? Warum passiert das? Ich habe das Gefühl, dass die andere Seite das sogar will und dass sie Tatsachen setzen möchte. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe vor vielen Jahren einen Beitrag geschrieben, für den ich auch auf die Mütze bekommen habe, nämlich da hieß zionistischen Rassismus. Es gibt im Zionismus eben auch ein Weltbild, was sich nicht so stark von Herrenrasse unterscheidet. Wir sind auserwählt, wir dürfen das und die anderen können weg. Und mit diesem Weltbild tut man niemandem einen Gefallen, auch sich selbst überhaupt nicht. Ja. Und ich kann nur sagen an alle, die sich darüber Gedanken machen, es wird Zeit, dass wir einräumen, dass eine traumatisierte Bevölkerung und ein traumatisiertes Volk, was Jahrzehnte, jahrhundertelang Opfer war, trotzdem Täter werden kann. Und man hilft einem solchen Volk nicht, indem er sagt, also, das dürfen wir nicht ansprechen. Und das würde ich mir wünschen. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir sagen, wenn wir wirklich Interesse haben an Israel, weil dieser Staat hat so gar keine Chance, ja, dann sollten wir sagen, Freunde, ihr seid wie ein extrem verstrittenes Ehepaar, bei dem das eine, wo ihr beide, die eine haben Keulen und die anderen haben Panzer, das wird aber nie friedlich. So, das ist ein Land, zu dem ich nicht empfehlen kann. Was könnte es denn sein? Das könnte doch etwas anderes. Das alles auf biblischem Boden, was ich alles auf Gott und Liebe und so weiter und Respekt buche. Was ist denn hier los? Und dass wir uns an den Tisch setzen und sagen, Freunde, wir können das so nicht mehr machen. Das würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, da bin ich wieder bei den Palästinensern, ich glaube, dass es nicht geschehen wird, weil es gibt eine Branche, die an diesem Konflikt so richtig verdient. Und das ist die Waffenindustrie. Und die ist so groß. Und die hat an diesem Konflikt sogar insofern ein Interesse, dass man sogar sagen kann, diese Waffen sind combat-proof, die haben sich in Palästina bewährt. Du kannst sie jetzt auf der Waffenmesse in X kaufen. Das ist das Problem. Also das ist ja das, was wir auch im Gedicht drin haben. Wir haben das Video ja gedreht, das ist überwiegend in dem Team Hallervorden entstanden. Und an der Stelle, wo es heißt, die, die aus kaltem Kalkül Bestien schaffen, seien verflucht. Und dann wird eingeblendet BlackRock und Rheinmetall. Das ist, glaube ich, wie du völlig richtig sagst, der Kern davon. Ich glaube, dass zu diesem ganzen Bild auch zählt, dass dieser Menschbegriff, der dann unterteilt wird in Herrenmensch und Untermensch, ja nie offen ausgesprochen wird, aber immer auch dort besonders greift, wo Menschen nur ihre Arbeit haben und die werden
dann immer als Eliten- und Herrenmenschen gesehen, die eben wie Rheinmetall und BlackRock die großen Produktionsmittel besitzen. Das macht mich auch in meinem Marxismus eher stärker. Man muss mal überlegen, wann hat irgendjemand, der jetzt uns zuschaut, jemals irgendetwas über die Gewerkschaften in Israel gesehen, die übrigens keine rassistischen Barrieren haben. Da sind genauso palästinensische Menschen wie jüdischgläubige Menschen und andere in diesen Gewerkschaften. Und hat noch niemand über deren Tarifauseinandersetzung, deren Lebensstandard und so weiter irgendeine Nachricht in den herrschenden Medien bekommen. Das wird völlig ausgeblendet. Also du hast eine durchgängige Herrenmensch-Ideologie tief verwurzelt in den Medien, dass sie gar nicht fragen nach den Arbeitsbedingungen. Oder die Kommunistische Partei Israels, die mittlerweile einer harten Repressionswelle ausgesetzt ist. Also die einzige Demokratie im Nahen Osten, die geht ziemlich brutal gegen Opposition, die sich zu dem gerade in Gaza laufenden Krieg kritisch äußern. Also das, ja, das sind ja die Verhältnisse in Israel, über die hierzulande nicht so gerne berichtet wird. Bedingungen und dem sozialen Alltag in diesen Ländern und die Unterscheidung zwischen Netanjahu und den Teilen des israelischen Volks, die damals Yitzhak Rabin gewählt haben, den der von einem fanatischen Israeli dann ermordet worden ist für seine Friedenspläne. Also wir sehen in unserem Nachschlagexpress heute, dass wir leider auf Paul ja verzichten müssen, den wir von dieser Stelle natürlich die beste Besserungswünsche zusenden. Der ist nun wirklich schwer krank und ich hoffe, dass er sich bald erholt, weil es ist mit ihm eben doch noch schöner mit unserem Nachschlagexpress. Und Paul hat auch gelegentlich ja gerade zu Israel etwas andere Meinungen als wir beide. Ich finde nur, es gibt auch Hoffnungs Schimmer, das jetzt an den Eliten. Obwohl selbst Paul Brandenburg jetzt angesichts des israelischen Vorgehens in Gaza sagt, ja, das, was Israel da macht, das geht zu weit. Also man kann ja grundsätzlich der israelischen Politik sehr positiv gegenüberstehen, aber dann diesen Krieg da in Gaza verurteilen, weil der wirklich über alles hinausgeht, was Israel in der Vergangenheit gemacht hat. Das, also über 30.000 tote Zivilisten in kürzester Zeit. Mehr als dreimal so viel wie im Ukraine-Krieg in über 2 Jahren. Das ist, ja, das ist schon eine eigene Hausnummer, wenn man das auch mit anderen großen Konflikten vergleicht. Ja, aber trotzdem, ich würde tatsächlich sagen, das ist die Schlagzeile der Woche. Ich würde sagen, die Medienhetze gegen Dieter Hallervorden angesichts, wie gesagt, des sehr vernünftigen Gedichtes über den über den Krieg in Gaza, das ist wirklich die Schlagzeile der Woche. Hier hat Dieter dem, glaube ich, ja, das Elend der deutschen Medienlandschaft an einem Beispiel mal gut auf den Punkt gebracht. Finde ich gut, dass Dieter dem Dieter Hallervorden das Gedicht rausgebracht haben. Finde es schade, wie unsere Medien drauf reagieren, aber es war erwartbar. Also das wussten die beiden, dass da so eine Hetzkampagne kommen würde und jetzt stehen die das relativ gut durch. Also weder Hallervorden noch dem rudern in irgendeiner Art und Weise zurück. Kommen wir nun zur letzten Schlagzeile von Sophie Siavash. Es ging tatsächlich sehr lange um Dieter Hallervorden und den Nahostkonflikt. Naja, aber ich bin gespannt, was Kayvan uns zum Schluss noch zur Ukraine und auch zu, ja, zum Diskurs in Deutschland, zum Einstehen für Werte zu sagen hat. Da hat er nämlich gerade auch noch was sehr Interessantes gesagt, was wir uns jetzt auch noch zusätzlich zu seiner Schlagzeile gemeinsam ansehen werden. Aber wenn diese Leute sagen, ja, ich habe Angst, steht denn ausgerechnet dieser Typ dafür, dass er Angst hatte, für das einzustehen, für was er gesagt hat? Doch eben nicht. Da machen sich die Leute Angst, wie sie dastehen. Dieser Mann hat sich ans Kreuz nageln lassen für seine Überzeugung, er ist nicht eingeknickt. Wenn also Leute ständig von christlich-jüdischen Werten reden und dann sich Angst haben um ihren Ruf, da kann ich nur sagen, du bist einfach unglaubwürdig. Du bist echt durchgefallen. Das ist einfach schlecht. Weil ich gehöre keiner organisierten Religion an. Aber wenn ich mich mit so jemandem identifiziere und ich identifiziere mich mit Jesus, was war ein Querdenker mit einem Palästinenser im Hintergrund, der heute gedroht worden ist, ist eigentlich eine Terrorzelle, der hat nicht von den Römern klein beigegeben. Der hat gesagt, nee, es ist nicht in Ordnung, was wir hier machen. Der hat also Mumm und Mut bewiesen. Und wenn man sich ständig auf diesen Mann beruft, auf die Bibel und das alles beruft und dann, wenn es drauf ankommt, immer die Schnauze hält, dann, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. In diesem Fall verraten wir diese Bevölkerung seit 1948 und tun immer so, als wenn nicht der Zeitpunkt ist. Wir sind echt schlechte Christen, muss ich sagen. Echt schlechte Christen. Und wenn man darauf wartet, dass Jesus zurückkommt, in so ein Land kannst du nicht zurückkommen, weil die haben nichts gelernt. Die sind einfach nur Lügner. Und zwar warum? Aus Feigheit. Naja, also wir können zum Abschluss. Es ist Feigheit, weil dann bläst dir ein medialer Wind entgegen. Und ja, da bläst dir ein medialer Wind entgegen. Und wenn man sich auf diesen Jesus Christus beruft, besagen, das musste egal sein.
Du musst für das, was du predigst, auch stehen. Wo stehst du? Glaubst du an irgendetwas? Und ich glaube daran, dass die Menschen vor Gott gleich sind. Und mein Job besteht, wenn irgendwo ein anderer Mensch einem anderen das Lebensrecht aberkennt und Gewalt rechtfertigt, weil der andere auch hat, ja, dass ich dann eben sage, das geht so nicht. Und dass ich mich hinstelle und sage, das kann ich so nicht weiter unkommentiert lassen oder aber mich auf die Seite derer stellen, die mit schwersten Waffen auf Frauen und Kinder schießen, weil sie 15 Terroristen jagen. Das geht so nicht. Das weiß doch jeder. Jemand, der das nicht sagt, ist einfach nur feige. Punkt. Ja, ich will nur noch einen draufsetzen zum Abschluss unserer Sendung, die wir heute ohne unseren wunderbaren Paul Brandenburg, dem wir nochmal alles Gute wünschen, absolvieren konnten, dürften, mussten. Ich bin noch nicht fertig mit der Schlagzeile, habe ich noch gar nicht gebracht. Ich möchte meine Schlagzeile, nämlich Ukraine, ein kleiner Schritt für Putin, ein großer für die BRIC-Staaten, entsprechend einordnen. Was wir in Israel erleben, das hat etwas mit unserem Westblock zu tun. Was bedeutet das? Wir erleben in der Ukraine, dass dort eben nicht nur das amerikanische Militär und die NATO kämpfen, sondern es geht darum, Märkte zu erobern. Und das ist ja ein kriegerisches Wort. Unser westliches, kapitalistisches, amerikanisches System muss wachsen, um überleben zu können, denn weil der US-Dollar ist am Arsch, um es mal deutlich zu sagen. Wenn du sagst, fick mich in Knie, er ist am Arsch. Und das heißt, uns begegnet in der Ukraine letztendlich die BRICS-Staaten. Das ist die Zukunft, nämlich eine multipolare Welt, in der wir uns schon befinden. Und das heißt, alles, was wir gerade an Militärhilfe, amerikanische Militärhilfe in der Ukraine ausgeben, ist zwanghaft, weil wir neue Märkte erobern müssen. Ist auch ganz klar gesagt worden, wollte man immer erst die Ukraine und dann möchte man Russland filetieren, damit dieses Wirtschaftssystem weiterlaufen kann. Und es werden sich natürlich die betroffen sind, nicht gefallen lassen, weil sie das wissen. Auch wenn man von den Chinesen nichts hört, auch wenn man vom Iran nichts hört, die wissen, um was es da geht, auch wenn man Taiwan, es hat alles damit zu tun. Das heißt, hier sehen wir etwas. Und jetzt gibt es natürlich die Untergangsstimmung, wenn die NATO 61 Milliarden reinsteckt in diesen Krieg, können wir den dann gewinnen? Das werden wir nicht. Das Geld geht direkt an die amerikanische Waffenindustrie, das Land wird komplett an BlackRock verkauft und dann werden wir feststellen, lieber Werner, du kannst einen Krieg nicht nur militärisch nicht gewinnen, sondern du kannst ihn vor allem nicht gewinnen, sondern nur verlieren, wenn du keine Soldaten hast. Und die haben wir nicht. Und ich möchte hier nochmal an die Russen und an die Chinesen erinnern. Die haben andere Möglichkeiten, Leute zu rekrutieren. Damals bei Tschernobyl hat die russische Regierung gesagt, per Dekret, jeder junge Mann, den wir auswählen, muss nach Tschernobyl und muss mit einer Schaufel. Ja, das war doch die sowjetische. Du kannst die Sowjetunion nicht mit dem heutigen Russland vergleichen. Irgendwie dieses Atomkraftwerk versuchen zu beerdigen. Da haben die 800.000 Menschen verbraucht. Die waren danach verstrahlt und sind gestorben. Das heißt, das können die jederzeit wieder tun. Und wenn die Russen in die Bredouille geraten würden, bevor sie die Atomraketen zünden, ja, werden sich die Chinesen holen. Die Chinesen werden dort dann aushelfen, werden auch sagen, wir mischen uns nicht ein, so wie die Deutschen ja sagen, sie mischen sich nicht ein, sie liefern eben nur Waffen. Das kann nur in einem großen Konflikt enden. Und ich glaube, dass dann am anderen Ende noch ein paar Militärs sitzen, die sagen, das nützt uns ja gar nichts, das wird ja ein Pyrrhus-Sieg, wir müssen uns irgendwie einigen. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Ich hoffe, dass es ein paar vernünftige Menschen gibt, die sagen, ich drücke nicht auf die Rakete, weil die anderen sind dann in 6 Minuten da. Aber dass wir als Bürger erkennen, hier verdient im letzten Schluss noch einmal der Westen durch Rüstungsindustrie, während er parallel in China einbezahlt. Das haben wir ja damals erlebt, als die Briten als Ersten, ja, bei der größten chinesischen Bank einbezahlt haben, um One World, One Belt zu realisieren. Und das ist der Verrat an all dem. Wenn man sich die Eliten oben, die setzen auch beide Pferde. Und das ist das Kranke an all dem. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, wenn wir sehen, dass es nicht läuft und es wird nicht laufen, dass dann ein Einberufungsbefehl kommen wird an europäische Armeen, auch an die Deutschen. Wir arbeiten, sehen ja jetzt schon, dass die nicht neu diskutiert wird. Und deswegen möchte ich das nur allen Leuten sagen. Deswegen, wenn man sagt, das ist ganz weit weg, das ist so weit weg, wie Stalingrad weg war von dem, was dann in Berlin passiert ist. Wenn die merken, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dann werden sie sagen, und jetzt schicken wir doch die restliche Bevölkerung rein, weil die wollen wir eigentlich auch loswerden. Das ist ein Abverkauf von Menschen, ein Abverkauf von Waffen, es ist ein Abverkauf. Und das sind zwei Systeme, die aneinander clashen. Und wenn man sich die NATO-Staaten anguckt, oder sagen wir die Bevölkerung im Westen mit 1 Milliarde und auf der anderen Seite mindestens 2,5 Milliarden, ist auch vollkommen klar, wie das ausgehen wird. Und die andere Seite ist, genau wie wir, bis an die Zähne atomar bewaffnet. Ja, hier hat Kevin komplett recht. Und so ein großer Konflikt, nicht nur Ukraine, auch im Iran droht das. Wenn Israel den Iran angreifen sollte und der Westen sich hinter Israel stellt, gesehen, Israel kann sich noch so aggressiv verhalten. Wir sind bedingungslos solidarisch mit Israel, selbst wenn es ein iranisches Botschaftsgebäude angreift, was vollkommen illegal ist. Wir sind bedingungslos solidarisch. Also wir unterstützen Israel, wenn es zu einem Krieg kommen würde. Dann haben wir einen großen Konflikt, wo auf der einen Seite die NATO und auf der anderen Seite Russland und China stehen. Also so ein Weltkrieg ist sogar im Nahen Osten sogar noch wahrscheinlicher als in der Ukraine. Denn in der Ukraine ist Russland auf dem Schlachtfeld gerade am Gewinnen. Also Kevin hat gerade die Möglichkeiten beschrieben, die Russland hätte, aber
So wie es gerade aussieht, muss Russland die nicht mal ausschöpfen. Russland muss, abgesehen von der Zwangsrekrutierung, die es im Herbst 2022 gab, wohl keine weiteren Zwangsrekrutierungen vornehmen. Anders als die Ukraine, wo Leute gerade schon auf der Straße gejagt werden, um dann ohne Ausbildung an den Front geworfen zu werden. Das sind ja die Zustände in der Ukraine. Das ist genau das, was wir in Israel-Palästina sehen, wir als Bürger. Und danke an SeppiTV, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Danke an SeppiTV. Sorry, das hatte ich gerade vergessen. Müssen sehen, dass da Interessen sind, die immer versucht haben, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, was aber nicht funktioniert, denn wir wissen es, das menschliche Denken sollte sich geändert haben, hat es aber eben nicht, nur die Atombombe, die ja existiert. Und mein Appell an alle, die das hören, damit wir nicht nur Ohnmacht produzieren, ist, sich darüber klar werden. Wenn Menschen mit immer größeren Knarren sich gegenüber sitzen und die sitzen auf einem großen Fässern und wenn sie die in die Luft jagen, gehe ich davon aus, dass mich das nicht trifft, dann bin ich ein Idiot. Das heißt, wir sollten als Friedensbewegung sagen, wer spielt da eigentlich mit wessen Leben? Die spielen mit unserem Leben. Wir haben auf beiden Seiten Gruppen, die sagen, wir machen es wie immer mit dem großen Holzhammer. Es wird allerdings nichts mehr übrig bleiben. Und Deutschland wird Kampfzone werden. Und was wir in Israel lernen, ist, dass wir weggucken, deswegen, das geht uns alles nichts an. Es geht uns etwas an. Es ist wieder Kampfzone. Und ich würde mir wünschen, dass Sendungen wie diese den Effekt haben, dass Leute sagen, das ist eine richtige Analyse. Und wenn man was, wie weit werden die denn gehen? Wir haben es schon mal erlebt, wie weit deutsche Regierungen gehen. Die Verantwortlichen haben sich danach erschossen und es war keiner mehr zuständig. Und wer war der Leidtragende? Das waren wieder Deutsche. Und da sind wir auch wieder bei Wahlen. Was wir in Deutschland gelernt haben, ist, deutsche Geschichte immer nur von 13 dunklen Jahren zu sehen. Das heißt, man hat uns auch nicht nur eine komplexe Situation, wir haben uns auch komplexe eingerufen. Was wir müssen, wir brauchen wir ein neues, ehrliches, patriotisches Gefühl zu unserem Land, so dass wir sagen, wir wollen nicht in einem Krieg für wen auch immer hochgehen. Das wollen wir nicht. Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt, dass wir sogar mit dem schwierigsten Nachbarn reden. Da bin ich bei Brandt oder Schmidt. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als einen Schuss. Das sollten wir tun. Das ist das, was ich mir wünsche. Und da sind wir auch bei Halaf, sind wir bei Israel. Wir sollten endlich anfangen, wenn es Konflikte gibt, es geht ja nur um den großen Kuchen, wie groß ist mein Stück, sagen, es reicht doch für alle. Ja, es reicht für alle und diejenigen, für die ihr kämpft, wären bereit zu teilen. Ihr könnt damit aufhören. Das heißt, wir müssen uns selbst ermächtigen und von diesen Regierungen, egal wie die Partei dann heißt, wird es nicht kommen, weil die denken im System. Wir müssen dieses Pyramidensystem verlassen. Wir müssen auf Kreisebene arbeiten. Wir brauchen direkte Demokratie. Und wenn du, egal wo in Europa, mit direkter Demokratie fragen würdest, sind sie für Waffenexporte? Nein. Sind sie für dieses Geldsystem? Nein. Sind sie für Gegenverhandlungen? Nein. Die Menschen wollen es anders. Und wenn Verhandlungen und Waffenexporte lassen sich einfach klären, aber Geldsystem, wie soll das Geldsystem aussehen, wenn nicht dieses Geldsystem? Also darüber bräuchten wir mal eine Debatte. Also, dass das Geld am schlechtesten, da werden viele bestimmt zustimmen, aber die Forderungen, wie ein ideales Geldsystem aussehen, die gehen bestimmt sehr weit auseinander. Ja, aber vollkommen andere Frage. Bevor ich darauf jetzt eingehe, das würde zu weit führen. Aber wir bräuchten mehr wirtschaftspolitische Debatten. Da reicht nicht ein simples Ja und Nein. Bei Waffenexporten in Kriegsgebiete einfach Nein. Und Verhandlungen ja, auf jeden Fall. Die meisten Konflikte ließen sich durch Verhandlungen lösen. Im Fall der Ukraine, da will der Westen Krieg. Russland ist verhandlungsbereit. Ich sag's immer wieder, Demilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Also 4 Forderungen hat Russland, 4 zentrale Forderungen. Und wenn die erfüllt werden, dann gäbe es in der Ukraine Frieden. Der Westen will diesen Krieg, der Westen setzt diesen Krieg fort und deswegen gibt es ihn. Im Nahen Osten unterstützt der Westen das israelische Vorgehen. Israel kann machen, was es will und deswegen gibt es da diesen Krieg. Wenn der Westen Druck auf Israel ausüben würde, Kevin hat es schon gesagt, dann hätten wir dort Frieden. Aber ja, das ist die Situation. Das ist die Situation. Deswegen brauchen wir endlich eine friedensbewegte Öffentlichkeit, die Druck auf die Regierung ausübt. Wenn wir es wollen, müssen wir es tun. Dann müssen wir es uns selbst ermächtigen. Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Danke ich dir sehr. Dieter Dem achtet auf die Zeit. Also ist es Dieter Dem ja immer, der länger redet und der immer noch mal unterbrechen muss. Achtet aber auf die Zeit, wo Paul Brandenburg nicht da ist. Völlig deckungsgleich, will nur mal ergänzen, das Patriotische, was du ansprichst, das hat ja Gustav Heinemann, unser früherer Bundespräsident, wunderbar ausgedrückt. Ich liebe meine Frau, ich liebe nicht meinen Staat, aber ich bin Verfassungspatriot und das hat bei ihm immer eingeschlossen, ein Patriotismus, der sich auch auf den Widerstand gegen Hitler und den Widerstand gegen Unrecht, in dessen Spuren wir uns bewegen wollen, immer bezogen hat. Also Patriot sein heißt nicht, sich mit den Herrschenden zu identifizieren, sondern wirklich die gesamten Wurzeln, die ihn
diesen nationalen Traditionen, auch widerständigen Traditionen, sich dazu zu bekennen und in diesem Sinne zu handeln. Ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung ein bisschen was zu beigetragen haben. Leider ohne Paul, und das nächste Mal, bin ich mir ziemlich sicher, wird unser Dr. Paul Brandenburg sich so selbst therapiert haben, dass er wieder dabei ist. Und dir, Kevan, für deine mutigen Ausführungen. Sehr, sehr gute Folge. Wie gesagt, Schlagzeile der Woche ist tatsächlich die erste, also die von Dieter Demet, die da wirklich, wirklich mir besser gefallen als die meisten anderen Folgen. Wahrscheinlich, weil Kevan so lange reden konnte. Also Kevan Sovisiewicz, der kann ja wunderbar länger reden, Dinge erklären. Also vielleicht müssen wir auch nochmal auf ein Interview mit ihm reagieren. Aber bei der nächsten Folge, da kann ich schon aufklären. Da, ich zeig's euch mal kurz. Da ist dann Dieter Dehm da, Paul Brandenburg ist da, aber Kevan Sovisiewicz wird fehlen. Also das kann man jetzt tatsächlich schon sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War wieder eine sehr interessante Reaktion und tschüss.